Jetzt gucken wir mal so ein bisschen in den Unterbau. Da gab es letzte Woche den großen Aufschrei Lee Eckloff zu Borussia Mönchengladbach. Ist da was dran? Geht der Junge? Unser größtes Talent. Wir haben alle gezittert und wir müssen auch noch so ein bisschen zittern. Also die Angst kann ich euch und mir noch nicht nehmen, dass der Junge vielleicht dann doch wechseln würde. Aber wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, was da in den nächsten Monaten ansteht und natürlich was von den jungen Talenten so zu erwarten ist. Und müssen erstmal aufklären, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Oberliga-Saison und die U19-Bundesliga-Saison wurden abgebrochen. Also da wird nichts mehr passieren. Der VfB ist aufgestiegen in die Regionalliga und U19-Meister sind die Bayern. Aber ich glaube, ja. Final entschieden wird erst im Laufe des Junis, oder? Also so, dass es wirklich wasserdicht ist. Also ich habe jetzt nur die Pressemitteilungen diverser Vereine gesehen, also die von Abbruch gesprochen haben, gerade U19, also da war es Hoffenheim, Bayern und auch Gladbach haben das auf ihren Seiten so kommuniziert. Und die Bayern haben auch klipp und klar davon gesprochen, dass die U19 Meister ist. Vielleicht ist es auch ein Selbstverständnis, das da vermittelt wurde. Aber ich glaube, das las sich relativ faktisch, möchte ich mal so sagen. Und bei der Oberliga gebe ich dir recht, da gibt es noch irgendwie so ein Treffen der diversen Verbände, ist es dann auch, ja? Ja, sowas halt, ne? Ja. Oder der WLV oder wer auch immer. Also, aber irgendwas scheint, muss da noch, glaube ich. Jetzt pass auf. Die endgültige Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison, also in der Oberliga, über den 30. Juni hinaus trifft ein außerordentlicher Verbandstag zwischen dem 6. und 27. Juni 2020. Der Abbruch dürfte aber lediglich Formsache sein. Naja, also dann können wir sagen, es ist noch nicht ganz sicher, aber es deutet vieles darauf hin. Ja. Ja, also vielleicht noch nicht, bitte alle wieder aussteigen aus dem Auto, der Autokorso wird noch verschoben. Gut, jetzt kommen wir aber dann zu Lee Eckloff, darum soll es ja eigentlich gehen. Und die Meldung war halt eben, dass es viele Vereine gibt, die Interesse an Lee Eckloff haben, dessen Vertrag ja 2021 ausläuft. Der VfB würde natürlich auch gerne verlängern mit seinem vermeintlich größten Talent. Der Kicker hat davon berichtet, dass Borussia Mönchengladbach aber ja sehr offensiv an Lee Eckloff baggert und ja auch da soll man sich Chancen ausrechnet. Von Seiten des VfB hat man gehört, es gibt schon fortgeschrittene Verhandlungen. Auch da gibt es wohl Signale von Eckloff, dass er gerne bleiben würde. Aber ja, bevor wir jetzt dann auch noch über Per Locke sprechen, es wäre natürlich schon ein herber Verlust, wenn jetzt das vermeintlich größte Talent den VfB verlassen würde. Aber Sebastian, anders gefragt, was kann denn der VfB Lee Eckloff bieten, was Borussia Mönchengladbach ihm nicht bieten kann? Ich möchte mal andersrum fragen, was kann Gladbach bieten, was der VfB nicht bieten kann? Weil nicht dir beantworten. Wie bitte? Das kann ich dir direkt beantworten. Ja? Also das ist eigentlich mein Fazit gewesen von diesem Segment, aber ich kann es auch gerne jetzt schon mal raushauen. Nee, ich sehe es ganz einfach. Nee, aber ich würde sagen, also ja, du könntest halt Bundesliga spielen. Okay. Du kannst auch international vielleicht spielen, aber du musst ja natürlich auch erstmal da einen Platz in dem Bundesliga-Kader erkämpfen in der ersten Mannschaft. Denn nach dem quasi faktischen Aufstieg der U21 vom VfB spielen dann ja die zweite Mannschaft von Mönchengladbach und die zweite Mannschaft vom VfB in der gleichen, also nicht in der gleichen Liga, weil es ja nach Regionen gestaffelt ist, aber auf dem gleichen Niveau. Also insofern ist die zweite Mannschaft und deren Level ja mal kein Anreiz. Insofern bleibt klar die Bundesliga und es bleibt vielleicht dann ein besseres Gehalt. Also ich glaube, dass du wenn du jetzt als junger Spieler nach Gladbach gehst, zum einen mal ein paar Erfolgsstorys hast, auf die du blicken kannst. Also Gladbach hat das in den letzten Jahren sehr erfolgreich hinbekommen, junge Spieler zum Beispiel in die zweite Liga zu verleihen. Da wurden sie dann Leistungsträger, kamen dann zurück nach Gladbach und konnten diese Leistung, die sie in der zweiten Liga gezeigt haben, mindestens konservieren, wenn nicht sogar noch steigern und wurden dann zu Stammspielern oder eben auch, manche waren dann halt wurden ab und zu nur eingesetzt, aber trotzdem hatten sie ihre Einsatzzeiten in der Bundesliga. Das ist zum einen mal ein interessantes Beispiel für einen jungen Spieler, aber für mich persönlich ist das hauptausschlaggebende Argument folgendes. Junge Spieler bekommen in Stuttgart zu wenig Chancen, um sich weiterzuentwickeln. Ja, und das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Fluktuation auf den Trainerposten viel zu hoch ist. Ja, also als VfB-Trainer weißt du doch im Endeffekt, dass du vielleicht 20 Spiele hast, um deinen Job zu sichern. Und selbst danach weißt du, nach 5 oder 8 erfolglosen Spielen bist du Geschichte. Du hast kaum Kredit hier in Stuttgart. So war es in den letzten Jahren. Also ist es aus meiner Sicht nachvollziehbar,
dass du als Trainer deinen persönlichen Erfolg über den der Weiterentwicklung und Heranführung junger Talente und Profis an die Profis stellst. Also das ist für mich der Grund, warum oft Talente vielleicht nicht ausprobiert werden und man sich dann auch fragt, ja Mensch, warum bringt er denn jetzt nicht den Egloff häufiger? Das ist natürlich ein enormes Risiko, die Egloff jetzt zu bringen in der zweiten Liga. Zum einen ist es natürlich eine brutal harte Liga, muss man so sagen, wie es ist. Und ich habe Lee Egloff natürlich jetzt nicht in jedem A-Jugendspiel gesehen, aber in jedem A-Jugendspiel, in dem ich Lee Egloff gesehen habe, muss ich sagen, hat er körperlich, und das ist auch nicht verwunderlich mit 17, einfach dann schon noch das Nachsehen gehabt gegen seine Mitkonkurrenten da in der U19. Also das hat man einfach gemerkt, dass das halt noch kein so weit entwickelter junger Mann ist wie, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel Silas oder so. Also da ist einfach noch was aufzuholen. Und das ist natürlich dann schon wieder ein Risiko. Du schmeißt ihn da in die zweite Liga und der kriegt fünfmal auf die Knochen und auf einmal wird das Publikum unruhig, weil der seine Chancen nicht nutzt oder ständig einen Ball verliert oder so. Das kommt auch noch dazu. Aber im Großen und Ganzen, das ist eigentlich mein Kernpunkt, warum es beim VfB schwer ist für junge Talente, ist die hohe Fluktuation auf der Trainerposition und dass es kein Beispielmodell gibt, so wie zum Beispiel in Gladbach, wo du gesagt hast, hier, wir haben Spiele nach Düsseldorf verliehen, die haben gute Leistungen gezeigt, die haben sich weiterentwickelt, wir haben sie zurückgeholt und danach auch auf sie gesetzt und nicht zum Beispiel für 15 Millionen ein anderes junges Talent für diese Position verpflichtet. Und das fehlt mir so ein Stück weit als Zeichen der neuen sportlichen Führung. Die sind natürlich auch noch nicht lang genug da, aber da in der Misere befindest du dich jetzt aktuell als Verein, dass du jungen Spielern kein direktes Beispiel zeigen kannst. Guck mal, der hat es doch auch so gemacht und ist jetzt Stammspieler bei uns oder sowas in der Art. Ja, absolut. Ich denke, wenn halt ein Per Lockel dann irgendwie dann ein Vertragsgespräch hat und dann sitzt da auf einmal Max Eberl und kann ihm halt irgendwie zig Spieler aufzählen, die es geschafft haben bei Gladbach, das hat natürlich dann schon ein Gewicht halt, ne? Das ist ja gar keine Frage. Ja, und Per Lockel, da sprichst du gleich ein weiteres Thema an, denn der wird seinen auslaufenden Vertrag beim VfB nicht verlängern. Der U19-Kapitän wird eben zu U23 nach Gladbach gehen. Die spielen mit einer U23, nicht wie wir hier in Stuttgart mit einer U21. Und ja, er wird mit den Profis mittrainieren. Der VfB hat ihm im Endeffekt genau das gleiche angeboten. Also er soll bei den Profis trainieren, bei der U21 spielen. Aber für Per Lockel war eben das Modell Gladbach verlockender. Und jetzt gab es natürlich viele, die sich tierisch darüber aufgeregt haben, dass der Lockel jetzt geht. Also bei mir ist die Empörung nicht so riesig. Ich sehe schon, dass Per Lockel ein großes Talent ist. Das ist ein, glaube ich, sehr spielintelligenter Spieler für seinen 19 Jahren. Absoluter Dreh- und Angelpunkt für die U19 immer gewesen. Also der gefällt mir schon sehr, sehr gut, der Spieler. Aber man merkt halt zum Beispiel auch im Zweikampfverhalten hat er schon noch seine Defizite. Also da ist er noch nicht so weit entwickelt, dass ich sagen würde, das ist ein Spieler, der kann schon Bundesliga spielen. Ist jetzt mit Sicherheit auch nicht das Modell, das in Gladbach angestrebt wird mit ihm. Aber ja, ist jetzt für mich nicht das größte Verbrechen, dass man Per Lockel hier abgegeben hat. Jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass der plötzlich dann in der kommenden Saison aus irgendwelchen Gründen in der Bundesliga spielt und alle sagen dann, wie kann man den nur gehen lassen? Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass der VfB alles versucht hat, um ihn zu halten. Und ja, irgendwann zählt dann wahrscheinlich auch das, was auf dem Tisch was auf den Tisch gelegt wird. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der Gladbach schon ein bisschen mehr aufbieten kann als der VfB und dass das dann auch den Ausschlag gibt unter Umständen. Warum? Ja, absolut. Es ist ja auch nicht so, dass der VfB ihn irgendwie vom Hof gejagt hätte oder gesagt hätte, wir haben kein Interesse mehr. Die hätten ihn gern gehalten. Und ja, wenn jemand dann halt unbedingt gehen will, dann kannst du ihn halt auch nicht aufhalten. Aber natürlich fühlt es sich jetzt aus Fansicht und vermutlich auch aus VfB-Sicht jetzt nicht unbedingt gut an, wenn du dann halt den Kapitän deiner U19 verlierst, die halt 2019 wirklich alles in Grund und Boden gespielt haben, die halt richtig, richtig gut war, wo viele dachten, okay, da entsteht vielleicht endlich mal wieder eine neue Generation an irgendwie jungen Wilden oder da wächst was heran und dann geht halt der Kapitän, er war dieses Jahr auch bei Mercedes-Benz Junior Cup, war er quasi Coverstar, also man hat ja auch schon gemerkt, also ich denke halt auch, wenn man sich überlegt, hey, wer ist denn auf den ganzen Plakaten drauf und wer wird auf allen Eintrittskarten und Akkreditierung, das wird ja auch irgendwie abgestimmt. Dann nimmt man jetzt ja auch keinen Spieler, von dem man weiß, der geht im halben Jahr. Also ich glaube, in ihm wurde auch schon was reinprojiziert von Vereinsseite, von Fanseite. Und wenn er jetzt dann halt zu Gladbach geht, das fühlt sich halt erstmal nicht richtig an. Also das ist eine Niederlage für den VfB. Ja, ne? Also ja. Genau. Absolut. Es ist eine Niederlage für den VfB. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich. Ich meine, schau dir die beiden Vereine an, wenn du das miteinander vergleichst. Als junger Spieler, also wäre ich jetzt Berater von Per Lockel, würde ich ihm auch sagen, Junge, geh nach Gladbach.
Die haben das schon so häufig hinbekommen, dass sie Leute verliehen haben, dass sie junge Spieler ausgebildet haben und dann eben wirklich auch zum Profi gemacht haben. Und beim VfB würde ich dir halt viel mehr Beispiele aufzählen können, wie es eben dann nicht in die Profimannschaft geht oder wie dann halt jüngere oder andere Spieler aus dem Ausland gekauft werden und dir dann einen Platz vielleicht streitig machen und dann natürlich auch noch diese Bürde der hohen Ablöse mitbringen und vielleicht auch deswegen dann der ein oder andere Spieler einem Eigengewächs vorgezogen wird. Ist natürlich jetzt alles auch immer nur ein Stück weit Halbwissen, weil wir sind nicht mit in der Kabine, wir unterhalten uns nicht mit den Spielern, wir sehen die Leistung im Endeffekt auch nicht, die die Jungs bringen auf den Platz. Also vom Gefühl her, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mich, kann ich es verstehen, aber ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Lockel ja beim VfB geblieben wäre. Und bei Eggdorf habe ich wirklich noch die Hoffnung, dass man da irgendwas hinbekommt mit einer Ausstiegsklausel und dass er vielleicht noch mindestens bis er 20 ist, erstmal vertraglich an den VfB gebunden wird. Also es würde mir jetzt schon gut gefallen, wenn der VfB den Vertrag, der läuft 2021 aus, bis vielleicht 25 verlängern könnte. Und dann wird es da wahrscheinlich auch irgendwelche Klauseln geben. Also dass Eggdorf ein Riesentalent ist, das wird jetzt nicht nur der VfB bemerkt haben. Also davon ist auszugehen. Ja. Genau, was ich halt ein bisschen, halt grundsätzlich halt ein bisschen problematisch finde, ist halt auf der einen Seite dieses ja alte, neue Konzept, was der VfB propagiert. Junge Leute, eigene Nachwuchs stärken, klar, jetzt auch das ganze NLZ und den ganzen Unterbau da mal komplett umgekrempelt und so weiter. Und dann gehen dir halt solche, ja, die eigentlich die bekanntesten Namen dann irgendwie verlassen den Verein oder man hört, dass sie vielleicht den Verein verlassen. Das finde ich halt irgendwie dann grundsätzlich auch schwierig, weil wie willst du es verhindern, ne? Wenn ja. Du sagst, also wenn Gladbach anklopft, gibt es ja für einen Per Lockel eigentlich keinen Grund, in Stuttgart zu bleiben. Aber wenn du halt dann andererseits sagst, hey, wir wollen wieder auf den eigenen Nachwuchs setzen, aber entweder kriegst du halt keine Leute in die erste Mannschaft oder die sind so gut, dass sie halt weggekauft werden, bevor sie überhaupt in der ersten Mannschaft spielen, dann muss ich überlegen, passt das Konzept überhaupt zum Verein? Und auf der anderen Seite, das ist jetzt ja auch nicht ganz unverschuldet, ne? Du hast jetzt hier Leute im Kader der ersten Mannschaft wie Koulibaly oder Avucha oder Klimowitz, die mehr oder weniger überhaupt nicht spielen, die kaufst du von irgendwo her und du hast vermutlich in der U19, der U21 Spieler, die könnten das vielleicht ähnlich gut, ich meine, sie spielen eh nicht, insofern könntest du auch Eigengewächse nehmen. Und das ist ja auch eine Sache, die passt für mich noch nicht so ein bisschen, noch nicht so richtig zusammen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann in Zukunft weitergehen wird, aber ich finde es schwierig, diesen Transferweg des Diamantauges Mislintat weiterzugehen und Spieler von irgendwo zu kaufen und dann gleichzeitig zu sagen, aber wir stärken die eigene Jugend, ne? Weil das passt für mich noch nicht so richtig zusammen und da bin ich gespannt, ob sich da die Balance ein bisschen ändern wird. Aber das müssen erstmal deine Positivbeispiele sein. Ein Schurlinov, Mola, ein Silas, den du, natürlich, das sind ganz andere Summen, die du zum Beispiel für Silas ausgegeben hast, gar keine Frage. Aber trotzdem. Ja, aber jetzt ein Schurlinov, also ne, wir mögen ihn total, aber ein Schurlinov kommt und ein Dayaku geht. Jetzt kann man sagen, der Dayaku schafft es bei Bayern eh nie. Bin ich total deiner Meinung. Also das haben wir ja auch thematisiert, als es diesen Wechsel gab. Ich bin total deiner Meinung, dass ich hätte dann auch lieber hier einen Dayaku gesehen, als dann einen Wintertransfer Schurlinov zum VfB. Da bin ich absolut deiner Meinung. Aber auch da sage ich eben jetzt im Moment, sind das deine Positivbeispiele, die du vorbringen könntest. Wir haben einen Trainer, der setzt auf junge Spieler und das, was in der Vergangenheit war, hatte andere Gründe. Also du musst es ja so argumentieren. Also ja schon, aber theoretisch müsste sich ein Mislintat erstmal rechtfertigen, wenn er einen Schurlinov kauft, während er einen Dayaku hat oder hatte. Ne? Ja. Also warum holt man einen von außen, wenn man eventuell einen ähnlichen Spieler irgendwie in der U21 oder U19 hat? Absolut. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Team Materazzo Mislintat die Zeit bekommt, da die Balance zu ändern und ob sie geändert wird oder ob im Sommer dann vielleicht wieder 19, 20-jährige Spieler von irgendwo herkommen und man sagt dann gleichzeitig, aber wir stärken die eigene Jugend. Also das passt für mich noch nicht so richtig zusammen und ja, und die Leute aus der U19, U21, denen fehlt natürlich auch so ein Stück weit die Perspektive, weil die gucken auch auf die Mannschaft, die in der zweiten Liga kickt und fragen sich auch, ja, aber wo soll ich da stattfinden, wenn halt Talente eigentlich dazugekauft werden? Die Perspektive für viele U19-Spieler, die jetzt alt genug sind, sieht wie folgt aus, also Florian Schock, Christian Mistel, Alexander Kopf, Manuel Reuter, Hamza Sedinkaya, Benedikt Hollerbach und Kevin Grimm, die werden alle in der kommenden Saison in der Regionalliga dann spielen für die U21. Das ist erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere dann auch bei den Profis mittrainieren darf. Und wer weiß, vielleicht
wird auch einer der Spieler dann mal in der Bundesliga spielen können. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir aufsteigen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also gerade zum Benedikt Hollerbach, der ja wirklich eine tolle Saison in der U19 gespielt hat, den möchte ich halt schon noch gerne eine Weile hier in Stuttgart sehen und habe auch die Hoffnung, dass da noch was kommen kann. Keine Ahnung, ob ich da zu blauäugig rangehe, aber ich fand, der hat sich sehr, sehr gut präsentiert in der Saison jetzt nach seinem Wechsel von den Bayern zum VfB. Und dem traue ich schon einen Schritt zu. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das für die Bundesliga reichen wird, aber ich behaupte jetzt einfach mal, für die Regionalliga ist er fast zu gut. Aber gut, das wird sich dann jetzt herausstellen. Also das wird spannend zu beobachten sein. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, wenn wir über die U21 sprechen, dass zum Beispiel David Tomic den VfB verlassen wird. Also das war ja für uns so eigentlich der Goalgetter schlechthin in der U21. 12 Tore erzielt und dessen Vertrag läuft jetzt Ende dieser Saison aus und er würde gern Hochklassiger spielen, sprich dritte Liga, der wird da mit Sicherheit auch irgendwo unterkommen, dafür ist er zu gut. Aber das war halt auch so ein Spieler, also ich glaube jetzt nicht, dass er in den Profikader hätte oder da eine Chance bekommen hätte, aber er durfte ja zumindest mal mittrainieren, hat seine Leistung dann in der Oberliga immer gebracht. Also ich finde es einfach ein spannender Spieler. Also ich hätte ihn gerne noch eine Weile hier beobachtet beim VfB und wenn es dann nur im Regionalliga-Team gewesen wäre. Also das ist ein Abgang, der schmerzt etwas. Und wenn wir schon bei Abgängen sind, da gibt's noch weitere. David Krötzinger, da haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Der wird nach Schweinfurt gehen. Auch das ist ja eigentlich ein Talent gewesen, das unter Tim Walter im ersten Trainingslager noch nah dran war am Profikader, an der Startelf sogar, dann sich verletzt hat und jetzt plötzlich komplett außen vor war. Lukas Kiefer wird den VfB verlassen und zum SSV Ulm gehen. Und weitere Spieler, die die U21 verlassen werden, sind Pedro Allgeier, Pedro Almeida Moraes, Bubakar Gaya, der, glaube ich, von Wattenscheid im Winter erst gekommen ist. Ich glaube, es war der Torhüter. Und Jonas Preuß, auch der wird den VfB verlassen. Wohin, wissen wir aber noch nicht. Zurückkommen wird Erik Hottmann, der es in Groß-Asbach versucht hat, aber da nicht so richtig im Zug kam und auch nicht den Durchbruch, möchte ich mal sagen, geschafft hat. Der wird aber dann jetzt für die U21 in der kommenden Saison auflaufen und sein Vertrag wurde auch bis 2022 verlängert. Gleiches gilt für die Verträge von Marc Stein, José Enrique Rios Alonso und Manuel Kober. Auch die werden in Zukunft wieder für die U21 auflaufen mit verlängerten Verträgen. Ja, das ist mal so das Thema Unterbau und vielleicht konnten wir jetzt so ein bisschen erklären, warum aus unserer Sicht es so schwer ist für junge Talente, diesen Schritt zu machen. Und ich verstehe den Frust vieler VfB-Fans, ja, wenn sie auf den Kader gucken, wenn dann der bekannt gegeben wird am Spieltag und plötzlich siehst du, Mensch, der Egloff ist wieder nicht dabei oder der sitzt auf der Bank und wird nicht eingesetzt. Aber bei Egloff mit seinen 17 Jahren bin ich der Meinung, sollte man jetzt nicht irgendwie was Dummes machen und den da wirklich verheizen. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, wie das Matarazzo bislang gehandhabt hat. Es gibt Einsätze, klar, es waren jetzt nicht viele, 2 insgesamt, aber er darf bei den Profis mitmachen und für mich ist das eine Wertschätzung. Also für so einen jungen Mann, wenn du da mit darfst ins Trainingslager, wenn du im DFB-Pokal in Leverkusen spielen darfst, wenn du vor heimischem Publikum eingewechselt wirst, vor deiner Cannstatter Kurve, regelmäßig bei den Profis mittrainierst, das ist Wertschätzung und das muss so ein junger Spieler dann auch, glaube ich, zu wertschätzen wissen, also dass es einfach was Besonderes ist, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn es vielleicht in dem ein oder anderen Karriereplan genauso vorgesehen ist, aber das passiert nicht zufällig und das ist ein Vertrauensvorschuss, den der VfB, den Pellegrino Matarazzo Egloff entgegenbringt und auch als Zeichen zu verstehen ist, ey Junge, ich weiß, du bist gut, wir setzen auf dich, mach jetzt deine Schule fertig, krieg das vielleicht mit dem Vertrag geregelt und dann bist du auch in der kommenden Saison ein fester Bestandteil des Teams. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Weg, den man da jetzt gerade geht. Nee, ich finde grundsätzlich auch die Herangehensweise der VfB da beschreitet, finde ich gut. Also auch als Thomas Hitzelsberger noch NLZ-Leiter war, hat er auch gesagt, ne, also wir sind jetzt nicht der Club, der den Spielern, den 17-, 18-Jährigen irgendwie alles abnimmt, alles hinterher trägt. Und wenn sie nicht bereit sind, halt so ein bisschen was selbst mit reinzubringen, dann sind sie beim VfB falsch. Und ich finde diese Herangehensweise gut und richtig, aber natürlich brauchst du halt so langsam auch mal wieder Erfolgsstories, ne? Also da brauchst du halt dann vielleicht in mal einen Egloff, über den du dann in ein, zwei Jahren sagen kannst, hey, guck mal, ne, das hat ein bisschen gedauert, aber den haben wir langsam rangeführt und jetzt siehen die an, ne? Oder andere und Egloff darf natürlich auch nicht der Einzige bleiben, ne? Wir haben ja auch noch Luca Magda irgendwie
irgendwie auch keine richtige Rolle spielt, aber dann doch irgendwie dabei, aber irgendwie auch nicht. Also, und das sind immer noch zu wenig. Also da müsste einfach diese Durchlässigkeit von unten nach oben, die muss halt einfach größer werden. Und dann hat man auch, glaube ich, wirklich auch wieder eine bessere Position, um jungen Spielern eine Perspektive zu zeigen und denen zu sagen, hey, bleib dran, hier geht's vielleicht bei uns nicht ganz so schnell, aber dafür ist es halt nachhaltig. Aber klar, solange du halt keine Referenzen hast, ja, gehen die Spieler lieber woanders hin. Ja, das wird die große Aufgabe werden für Thomas Krücken, dass sich daran was ändert. Ich gebe dir da absolut recht in allem, was du gesagt hast. Also das wird jetzt spannend zu sehen sein, ob man das in den nächsten 3, 4, 5 Jahren hinbekommt, dass sich da was ändert. Und es muss sich was ändern.